Und so war das auch heute. 18.000 in St. Gallen mit dabei. Was für ein Abend, trotz zuletzt schwacher Resultate und angebliche Krisenstimmung. Das St. Galler Stadion heute eine Art Choreografie. Picasso stark, der Basler Anhang ebenfalls anwesend mit einer Darbietung. Fröhlich, farbig, stimmig und als Kontrapunkt dazu die gestressten Gesichter der beiden Trainer. Murat Yakin und Chef Saibene. Yakin musste erneut umstellen. Ich habe es gesagt, Chef Saibene wollte umstellen und zwar gerade auf 4 Positionen. Eine überraschte, nicht Dani Loppa, sondern Marcel Herzog steht zwischen den Pfosten zum zweiten Mal in dieser Saison. Es soll ein Zeichen an die Mannschaft sein. Und dieses Zeichen, das schien erkannt. Der FC St. Gallen mit starkem Beginn. Das ist wie Kiewies, die Flanke, Schär verpasst, Karanovic. Der FC St. Gallen schießt keine Tore. Warum? Darum schießt er keine Tore. Sie treffen das Tor nicht mehr. Basels Dreierverteidigung anfänglich etwas unsicher. Glück für Rot-Blau, dass Karanovic im entscheidenden Moment in Schieflage gerät. Basel braucht genau ein paar Minuten, um die Kompetenzen in der Dreierabwehr neu und nachhaltig zu regeln. Fortan klappt das tadellos. Im Spiel nach vorne dauert es etwas länger. El Neni, das ist Foser. Delgado, dann kommt Stocker, 1:0 für den FC Basel. 21. Minute, bitter für St. Gallen, der Treffer hätte nicht zählen dürfen. Hier, klares Handspiel von El Neni, nicht geahndet, nicht gesehen. Was dann kommt, ist eiskalt von Basel und holprig verteidigt von Grün-Weiß. Die Innenverteidigung mit Russo und mit Bell, die macht nicht den besten Eindruck. Das Debakel von Thun ist bei St. Gallen noch nicht abgehakt. Die Ostschweizer zwar bemüht und bis zum Strafraum auch ganz gefällig, aber dann geht es irgendwie nicht mehr weiter. Keine Kreativität, kein Mut, Natter aus der Distanz. Viel mehr Torgefahr gibt es nicht. Basel zunehmend hat es leicht, das Resultat zu verwalten. Und Basel hat auch weiter etwas Glück. Als Witkiewicz übermotiviert Safari von den Socken pustet, revanchiert sich der mit einer Tätlichkeit. Zu allgemeinen Erstaunen aber wird Witkiewicz nur verwandt. Safaris Tätlichkeit, sie bleibt ungestraft. Chef Saibene regt sich fürchterlich auf. Und noch während Saibene vor sich hinkocht, führen die Basler den Freistoß aus. Und nicht nur das, sie decken St. Galler Schwächen schonungslos auf. Delgado. Delgado, immer noch Delgado, spaziert wie durch Butter. 0:2. Statt einen Mann weniger haben die Basler jetzt 2 Tore mehr als St. Gallen. Eine Körpertäuschung und dann schlittert der ganze St. Galler Abwehrverbund ins Nirvana. Russo im Speziellen sieht da alles andere als locker aus. Und das hat nun wirklich nichts mit falschen Schiedsrichterentscheidungen zu tun. Das ist schlichtweg schlecht verteidigt. 0:2, 37. Minute. Chef Saibene nachdenklich mittlerweile. Trotz viel Aufwand und viel Ballbesitz liegt St. Gallen erneut im Rückstand gegen einen FC Basel, der zwar nicht brilliert, aber in wichtigen Situationen alles richtig macht. Zweite Halbzeit. Stocker. Delgado und Herzog. Mit einer ganz starken Parade. Yakin lässt Basel in der zweiten Hälfte höher agieren und das stellt St. Gallen vor unüberwindbare Probleme. Das Offensivspiel ist gelähmt und in der Abwehr gerät St. Gallen immer mehr unter Druck. Einwurf, das ist Foser. Stocker, rups, 0:3, 55. Minute. Valentin Stocker mit seinem zweiten Treffer heute. Das schürt das Interesse von Hertha BSC. Clever von Stocker gemacht, wie er sich dreht. Aber es ist auch kaum Gegenwehr auszumachen. Russo in St. Gallen, Innenverteidiger Nummer 4, erneut heillos überfordert. Null zu drei ist rot. Das nächste St. Galler Debakel, denn Grün-Weiß gibt sich auf. Schär. Der Innenverteidiger. Klasse Zuspiel auf Sio. Sio, beinahe das 0:4. Trotz ausgeglichenem Ballbesitz ist es mittlerweile ein Klassenunterschied. Basel spult das ganz, ganz clever runter. Sio gegen 4. Dann das Foul von Bell. Und dafür gibt es für ihn die nächste gelbe Karte. Es ist die 15. gelbe Karte für Stefan Bell im 27. Spiel. Das ist Ligarekord. So viel Gelb hat seit über 10 Jahren keiner mehr gesehen. Der Freistoß, Sio. Spektakulär akrobatisch, aber nicht von Erfolg gekrönt.
Der FC Basel hat es in der zweiten Halbzeit extrem leicht, Resultat zu verwalten und eine seinerseits oder andererseits noch zu weiteren Toren zu kommen. Dann ist vorbei, St. Gallen bleibt im vierten Spiel ohne Sieg und ist jetzt 362 Minuten ohne Torerfolg. Murat Yakins FC Basel dagegen hat nach einer souveränen, abgeklärten Leistung vorgelegt und ist im 27. Spiel hintereinander ungeschlagen. Die sind auf Meisterkurs. Also der FC Basel leid vor, macht, wann er muss. Ist es ein souveräner Auftritt vom FCB insgesamt? Sie haben in der ersten Halbzeit ein bisschen Mühe gehabt, ganz am Anfang, eben wegen diesen Umstellungen. Aber spätestens nach dem 2-0 ist die ganze Klasse gesehen. Basel hat das unspektakulär, souverän abgespielt, hat es überhaupt nicht zu rütteln. Also auch die Unstimmigkeiten, die man hin und wieder vielleicht auch ein Stück weit innen interpretiert, die haben es abgeschüttelt, ganz offensichtlich. Genau das, denke ich, ist das grosse Problem. Es wird sehr viel innen interpretiert beim FC Basel. Der Vorstand sagt nichts, er verweist darauf, wir haben den Vertrag mit Murat Yakin ja verlängern kann. Der Trainer sagt, du, wir sind relativ weit in der Europa League, wir sind im Cupfinale gestanden, spielen jetzt um den Meistertitel. Was weiter? Die machen das sehr professionell. Im Umfeld wird nichts kommentiert und darum ist sehr vieles, wie du richtig sagst, Interpretation. Der Murat Yakin, der kommentiert jetzt sehr wohl, nämlich vermutlich die Leistung von seiner Mannschaft. Wir haben viel Aufwand betrieben heute, wo wir auch belohnt worden sind. Nein, ist sehr konzentriert über die 90 Minuten. Klar, dass der Gegner natürlich auch Heimspiel zwei, drei gute Chancen gehabt haben, haben wir überstehen. Aber nachher denke ich, haben wir auch offensiv den vertikalen Spiel gefunden, wo wir auch die Räume gefunden haben. Und dementsprechend auch, glaube ich, auch verdient gewonnen heute 3-0. Es ist eine Sache von Qualität. Basel braucht nicht viel. Die Spieler teilen gleich, mehr oder weniger. Sie haben zwei, drei Chancen, machen Goal. Wir haben am Anfang auch riesige Chancen und machen sie nicht. Ich denke, ja, das ist einfach die Wahrheit. Wir haben viel vorgenommen heute. Wir alle haben uns sehr viel vorgenommen vor dem Match. Es ist darum für uns als Mannschaft wirklich sehr, sehr schade, dass wir heute nicht belohnt worden sind. Ja, im ersten Halbzeit hatte ich mich ein bisschen genervt, weil wir wirklich einfach nur die Chance hatten zum Goal und nicht viel mehr können rausspielen konnten. Und von dem haben wir sicher die zweite noch eine Scheibe drauflegen. Es tut schon gut, 3 Punkte hier in St. Gallen, oder? Ja, ich weiß nicht, wie lange es her ist, wo wir hier jetzt gewinnen können, aber umso schöner ist der Sieg heute. Ja.